Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. In wenigen Tagen geht es schon los. Der MWC startet. Der Mobile World Congress 2018 in Barcelona öffnet seine Tore. Offiziell erst am Montag, aber am Wochenende davor, also dieses Wochenende, sind schon zahlreiche Presseevents. Und ich möchte unsere Tradition am Leben halten. Nummer eins, dass wir jetzt durchgehen, warum werdet ihr da Banner sehen? Weil ich das durch diese Banner überhaupt finanziert bekomme. Nummer zwei, wir blicken in die Glaskugel und raten, welche Geräte da neben dem Samsung Galaxy S9 vorgestellt werden wird. Ich habe schon eine dicke Presseliste, was ich da alles treiben werde, welche Geräte, wo ich ziemlich sicher bin, was kommt. Wird, wo ich auch ziemlich sicher bin, wo wir nicht sehen werden. Und dann möchte ich auch noch die Gelegenheit nutzen und mit euch zusammen meine Tasche packen, aus dem einfachen Grund, dass wir es wieder durchgehen, damit ihr wisst, wie die Videos und was man für so eine Messe oder was ich da alles mit hinschleppe, wie die Videos entstehen. Und für mich auch nochmal so als Gedächtnisstütze, dass ich auch ja nichts vergesse, sonst wird das nämlich blöd. Was zu kaufen, beziehungsweise überhaupt die Zeit zu finden, neben den ganzen Events überhaupt mal vom Messegelände rauszukommen. Und ich habe bisher immer noch nichts von Barcelona gesehen. Jeder sagt mir immer, eine schöne Stadt, aber während des Messebetriebs kann man das leider knicken. So, aber der Reihe nach. Ihr werdet, Ford lädt dieses Jahr übrigens nicht mehr ein. Ford war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt auf dem MWC sein werden. Die haben sich so auch damit ein bisschen gebürstet. Wir sind der erste Autobauer, der auf dem MWC war. Jetzt hat ja Ford der oberste CEO gewechselt. Keine Ahnung, was da die Strategie ist. Aber Ford lädt dieses Jahr nicht mehr groß, also zahlt halt nicht mehr Flugtickets für alle möglichen Journalisten. Nee, ist nicht. Was aber nach wie vor bestehen bleibt, und da bin ich sehr dankbar, ist die Kooperation mit Sparhandy, die den MWC-Besuch natürlich finanziell unterstützen. Natürlich, als Gegenzug kriegen die natürlich auch Videos auf dem Sparmeck-Kanal, auch mit dem Franz zusammen mit mir gibt's uns wieder. Da berichten wir auch täglich eine Zusammenfassung, also kann man auch gerne mal, also Schleichwerbung für den anderen Kanal, aber auch hier in alle Technik-Faultier-Videos hier im Kanal haben dann unten dieses Banner, wo dann der Hinweis ist, ne, präsentiert von Sparhandy mit freundlicher Unterstützung von Sparhandy. Was nichts anderes ist, als dass Sparhandy Kohle rausrückt, damit ich mir den Flug leisten kann, damit ich da unten die Airbnb-Bude bezahlen kann, damit ich, was schön ist, dieses Jahr fällt ja zum allerersten Mal für mich das Vodafone-SIM-Karten kaufen am Flughafen weg, weil ja EU-Roaming, danke, also danke EU. Aber auch wenn man für Futter und für die Taxikosten und, da kommt was zusammen und das wird darüber halt dann bezahlt. Und dafür müsst ihr halt dann Banner sehen oder dürft Banner sehen. So, das ist das eine. Dann, was schleppe ich mit, beziehungsweise was werden wir sehen? S9, da ist eigentlich alles schon raus. Jetzt ist die große Frage eigentlich nur noch Preis, der unter der Hand eigentlich auch schon bekannt ist. Oder anders nicht bekannt ist, aber man hört so viel munkeln und dann ist in der Regel doch was dran. Und das Wichtigste, Verkaufsstart. Wobei ich da auch sage, die Dinger kommen natürlich im Februar schon raus. Ich kann mir auch vorstellen, dass Samsung wieder hingeht und wer halt bis zu einem gewissen Datum vorbestellt, bekommt die Dinger halt früher in die Pfoten, dass sowas kommen wird. Ich glaube, aber machen wir erst noch das andere. Also S9 Glaskugelraten. S9er kommen so sicher wie es am in der Kirche. Was wir nicht sehen werden, ist irgendwas von LG. Also ich glaube G7 sowieso nicht, das später im Jahr. Und es gibt ja die Gerüchte um ein V30S oder V30 Alpha Plus. Glaube ich nicht, dass da irgendwas kommt. Also ich meine, man hat ja inzwischen auch die ganzen Pressetermine, zumindest die auf großen PKs und auch hier und da ein paar inoffizielle Termine, deswegen halte ich den Zettel nicht so in die Kamera. Dann, wenn ich jetzt einfach mal drauf tippe, dass nichts von LG kommt, dann... So, was auch nicht kommen wird, ist Huawei das P20. Da sind ja inzwischen auch offiziell die Einladungen rausgegangen am 27. Februar noch, am Dienstag ist das, wird es in Paris ein großes Event geben, wo dann halt sehr wahrscheinlich ein dreilensriges P20 oder P11-Gerät vorgestellt wird. Aber die fallen jetzt auch auf dem MWC weg. Ich glaube, dass die sich bei Samsung echt umgeguckt haben. Letztes Jahr waren sie ja mit dem S8 nicht auf dem MWC, sondern erst später. Da waren dann halt Huawei und LG. Und dieses Jahr kommt Samsung wieder auf die Messe zurück, weil sie gesehen haben, die anderen stellen da auch vor, große Bühne. Und jetzt sind sie auf einmal die Einzigen da und gucken sich wieder um. Wahrscheinlich irgendwie so gefühlt, so wie LG das auf der IFA letztes Jahr mit dem V30 hatte, ne? Weil Samsung auch vor der IFA vorgestellt hatte, das Note 8. So, Alcatel wird was zeigen. Die haben eine Pressekonferenz angesetzt. Huawei macht auch eine Pressekonferenz, aber
kein Smartphone. Da tippe ich dann irgendwas in Richtung Tablets, vielleicht MacBooks überarbeitet, vielleicht bringen sie mal ein Chromebook raus oder sowas. So, ZTE macht auch irgendwas. Da gibt's ja auch schon, ZTE ist ja, glaube ich, selber schon im Dezember das neue Blade geleakt. Und ich glaube, Alcatel wird ja auch ein 1er, ein 3er und ein 5er. Ich glaube, das war ja auch schon irgendwie weil Homepages zu früh freigeschaltet worden sind. Das werden wir da sehen. Also ich sag mal so, Samstag Alcatel, Sonntag wird dann Huawei PK und dann abends das große Highlight, das S9 sein. Montags früh wird es ein Sony PK geben. Und Sony ist ja eigentlich auch schon was geleakt. Neue Smartphones, wobei es auch keine Überraschung ist, neue Smartphones von Sony werden da sein. Sony, 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 futtern, 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 futtern. Dienstagsabends ist noch eine Asus-Pressekonferenz. Da munkelt man ja über neue Zenfones. Das wären ja dann die Zenfones 5. Und mal gucken, was die sonst noch so haben. Und sonst gibt es natürlich noch jede andere Sachen, Einzeltermine und was ich jetzt, glaube ich, noch nicht groß erzählen kann. Sonst werde ich verprügelt oder wieder ausgeladen. So, das ist eigentlich das, was da man, womit man rechnen kann. Natürlich freue ich mich noch über Überraschungen. Wer von euch noch irgendwas auf dem Schirm hat oder Fragen hat oder sagt, hey, Faultier, geh doch mal dahin oder guck dir doch mal das an. Gerne. Ich bin für Vorschläge dankbar. Gerade dienstags und mittwochs ist noch ein bisschen Zeit, wo ihr das Faultier dann mal gemütlich über die Messe schlendern kann und auch mal gucken kann. Ich weiß noch, letztes Jahr, da bin ich, glaube ich, erst am letzten Tag dazu, am Mittwoch dann dazu gekommen, mal gemütlich über das Messegelände zu streunern, um mir alles in Ruhe anzugucken. Und vorher hetzt man dann wieder von Termin zu Termin zu Termin. So, aber womit kommen jetzt die Videos? Machen wir Punkt 3 hier nämlich noch fertig. Was schleppe ich mit als Ausrüstung? Nummer 1. Als Kamera wird mir das iPhone X dienen. Ich sage wieder X, nicht 10. Ich werde nicht wie letztes Jahr hingehen und die... Ach, das ist, wenn man gerade die andere Kamera sucht. Also die Panasonic Lumix G81, die nimmt das gerade auf. Die habe ich letztes Jahr noch mitgenommen, um mir dann von den anderen WG-Bewohnern auch die Kamera mal kurz erklären zu lassen. Aber ich habe sie dann wirklich benutzt. Hier und da, ja, und ich weiß, die Videos sind natürlich auch besser, aber man schleppt die dicke Kamera mit. Man muss die Akkus mitnehmen und nicht nur einen für den Tag, wenn man die ganze Zeit da filmt. Man muss das extra Ladegerät mitnehmen. Das sind dann immer so Sachen, wahrscheinlich auch ein anderes Stativ, damit das ein bisschen mehr aushält. Das werde ich mir dieses Jahr nicht antun. Ich bin zwar immer dankbar, wenn ich mal mit der Kamera filmen kann, aber die Datenmengen sind deutlich größer und das ist was auf dem Messebetrieb dann auch deutlich mehr Zeit braucht. Also auf jeden Fall Videos für die Aufnahme, nach wie vor das iPhone oder dieses Mal zum ersten Mal, aber nach wie vor ein iPhone und dieses Mal zum ersten Mal ein iPhone X. Wo ich mich sehr drauf freue, gerade für die Nahaufnahmen bei den großen Pressekonferenzen. Die zweite Linse, die jetzt ja auch einen optischen Bildstabilisator hat, mal gucken, was das taugt. So, das ist das fürs Auge. Fürs Ton, ich habe wieder eine Sprache drauf. Die Rode Ansteckmikrofone, da habe ich ja zwei. Da habe ich auch die Original-Rode Verlängerungskabel, das sind dann 6 Meter Kabel. Ich habe den Y-Adapter von Rode, also wo man dann am iPhone mit dem geliebten Klinke-Lightning-Anschluss. Dann kommt der Y-Stecker von Rode hier rein und dann kommen die beiden, Verlängerungskabel und an die Verlängerungskabel kommen die beiden Mikrofons. Das ist so das Setup, was das Faultier jetzt seit, glaube ich, über anderthalb, fast 2 Jahren nutzt, was sich bewährt hat. Natürlich könnte ich mir das auch vorstellen mit Funkstrecke, damit auf den 6 Meter Verlängerungskabeln nicht immer kleine Asiaten draufstehen, was auf jeder Messe der Fall ist. Aber da muss ich auch sagen, bei den Funkstrecken, auch wenn das wieder cooler ist, mehr Freiheit ist, aber dann hat man wieder das Gefrickel, die muss man aufgeladen haben, die muss man dann immer dran denken einzuschalten. Nee, dann setze ich lieber auf die Kabellösung. So, und warum fragt ihr euch jetzt gerade, warum hältst du die alles nicht hoch? Weil die immer im Rucksack sind. Das ist alles so leicht, das hat das Faultier im Rucksack immer dabei. So, Rucksack gibt es dieses Jahr keine Experimente, das ist immer noch der Timbuktu, wo halt das ganze Zeug reinkommt und auch immer mit rumgeschleppt wird, der voll mit diesen Lightning-Klinke-Dongles ist, wo die Mikrofone immer drin sind, wo auch der Y-Stecker drin ist, das auf jeden Fall. So, dann haben wir die Aufnahme. Auch für die Nachvertonung, wenn ich mal sowas machen sollte, bin ich ja von diesen Voice-Overs nicht so wirklich der Fan, aber auf der Messe ist es ja dann doch oft sehr laut und dann spricht man lieber später nochmal was ein. Das ist dann für euch auch ein bisschen angenehmer, denn auch ich finde eigentlich Videoqualität hier und da nicht egal, aber kann man auch mal vernachlässigen, gerade zwischen Tür und Engel, gerade auf einer Messe. Aber wenn der Ton nicht einigermaßen vernünftig ist, dann lünscht ihr mich.
Ich schleppe dieses Jahr aber nicht, wie letztes Jahr, das fette Yeti-Mikrofon mit, was ich mit hatte. Das sind allein auch nochmal 2 Kilo Gepäck. Nein, könnt ihr knicken. Ich denke mir, wenn es unterwegs für die Rode ausreicht oder auch hier zu Hause oft für die Rode, reicht das Dicke aus. Ich schleppe nicht noch ein Yeti mit und wahrscheinlich wird einer in der WG sowieso ein externes dickes Mikrofon haben. Dann mops ich mir das einfach mal da. Habt ihr jetzt aber nicht gehört. So, damit haben wir die Aufnahme. Worauf schneide ich? Ich werde nicht das 12er MacBook Pro MacBook mitnehmen. Auch wenn ich total drauf stehe. Ich mag das leichte Gewicht. Ich meine, bevor ich das Pro mitschleppe, kann ich ein MacBook und ein iPad mitschleppen. So, aber aus dem einen Grund, das iPad dann zum Relaxen. Mein Traum ist ja immer noch, nur mit dem iPad zu einer Messe zu gehen und darauf zu filmen und auch zu schneiden. Da habe ich jetzt aber nicht die Übung drin gehabt. Und der zweite Grund, auch wenn ich die Leichtigkeit vom 12er liebe und die Akkulaufzeit und dass es keinen Lärm macht. Aber das Ding hat halt einen entscheidenden Nachteil im Vergleich zum Pro. Das ist die Renderzeit. Wenn ein Video geschnitten ist, bis es dann fertig exportiert ist. Und das sind Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal bei den Standardvideos, 30 Minuten Unterschied. Privat, im normalen Alltagseinsatz, abends, wenn das Ding dann schneidet oder rendert über Nacht oder im Urlaub oder wenn man auf einem längeren Trip ist oder sowas oder im Wochenende, dann ist die Renderzeit, dann kann man das vernachlässigen. Aber auf so einer Messe, ich will nicht sagen, da zählt jede Minute, weil ich haue ja auch nicht schnell die Videos raus, um dann der Erste zu sein. Aber es ist halt, wenn man dann gerade auch eine tägliche Zusammenfassung liefert und die dann abends noch raus muss, dann muss das fertig werden. Und jede Minute, die es früher fertig ist, können es mehr Leute gucken. Oder es ist auch eine Transportsache. Dann sitzt man noch zu Hause in der Airbnb-Bude, schneidet das Ganze, muss aber schon zu den ganzen Abend-Events, weil jeden Abend ist irgendwo eine Fete, ein Pressedinner oder was auch immer. Und da will man dann ja nicht das MacBook dann noch mitschleppen oder dann unterwegs im Taxi oder in der Bus oder in der Bahn oder zu Fuß. Und das habe ich die ganze, mache ich immer. Ich laufe immer mit diesen Dingern in der Hand rum, weil sie schneiden, weil sie hochladen. Und da ist das 12er deutlich angenehmer. Aber wenn man dann doch, wenn ich nur an einem Abend die Chance habe, dann nicht mit dem MacBook rumzurennen, weil es halt schneller verarbeitet ist, weil es halt eine halbe Stunde früher fertig ist und früher hochladen kann und ich kann die Kiste dann einfach, ich sag mal, zu Hause lassen, dann muss ich lieber über den Tag halt mehr schleppen. Finde ich zwar auch nicht geil, ich würde lieber das 12er mitnehmen, aber die halbe Stunde bei der beim Rendern, so, das ist lange Geschichte, sorry, aber dann wisst ihr das auch einfach mal, um die Frage auch zu klären. Dann, was nehme ich da noch als Adapter dran? Ich habe zwar das Hutu-Ding, aber weil ich das Pro habe, schleppe ich jetzt hier den Hyperdrive mit. Habe ich noch kein Testvideo zu gemacht. Finde ich absolut bester Adapter bisher. Gefällt mir, auch wenn es, glaube ich, 4-mal so teuer war wie das Hutu-Ding. Aber da habe ich auch die letzten HDMI-Probleme. Das Ding hat noch nie Probleme gemacht. Ist zwar ein bisschen blöd. Beim Rausziehen muss man eben immer... anderes Ding. Das wird mein Adapter sein für die ganzen USB-Dinger. So, und wo speichert man das ganze Videomaterial? Ich habe immer noch kein Video zu gemacht. Ich habe immer noch die SSD von Samsung. Und eine SSD als externe Festplatte? Toll. Toll, ich glaube, das könnte nur noch getoppt werden, wenn das Ding Thunderbolt 3 fähig wäre. Aber das ist was einmal gehabt, da will man nie wieder von runter, diese Übertragungsraten. Und dann ist das Ding so leicht und tuffig, das ist auch so was, was immer im Rucksack ist, weil es einfach so leicht ist. Die Dinger, sowohl das iPhone zum Filmen als auch das MacBook zum Schneiden, brauchen noch Strom. So, zum Laden, ich nehme nicht das Original Apple-Netzteil mit, sondern ich habe was Neues. Das muss ich jetzt auf der Messe bewähren. Den 48 Watt Charger von Oki mit 2 Ports. Einmal ein USB Type-C mit Power Delivery, ist glaube ich 48 Watt stark. Und einmal normaler 10 Watt USB Charger. Und dann kann man halt 2 Sachen gleichzeitig laden. Ein iPhone, das... S8 oder ein anderes Smartphone oder Tablet und dann halt die nötige Leistung für halt die USB Type-C-Dinger oder fürs MacBook dann zum Laden. Als Kabel kommen dann wieder die ganz normalen Ankerkabel bei mir zum Einsatz. Ich habe mir da so eine Farbkodierung so langsam überlegt. Rot sind immer die Lightning-Dinger, schwarz sind die USB Type-C-Dinger und grau sind die Micro-USB-Dinger. So, das noch so am Rande. Und dann gibt es natürlich noch einen mobilen Akku. Das ist das, wo ich jetzt noch gerade ein bisschen schwanke. Da vertraue ich wieder den Ankerdingern. Ob ich den großen mit 21.000 mAh oder den mit 13.000 mAh nehme. Es ist nochmal ein Unterschied. Ja, hier hat er auch vernünftiges USB Type-C Power Delivery.
Aber das Ding, man merkt es. Und ich kämpfe wieder mit jedem Gramm auf der Messe. Und ich denke mal, ich werde doch den kleinen nehmen, auch wenn ich hier noch mal einen extra USB-Anschluss brauche, weil der kann nicht USB Type-C auf USB Type-C, sondern der hat nur Output 15 Watt jeweils über die normalen A-Anschlüsse. So, das ist das. So, und damit sind wir eigentlich durch. Dann fehlt mir noch was auf die Uhren für die Flieger, für die Reise. Da habe ich noch von Teufel Kopfhörer zugeschickt bekommen mit Noise Cancelling. Die werde ich testen. Meine Bose bleiben zu Hause. Und ansonsten habe ich sowieso immer noch Earpods und AirPods immer im Rucksack dabei. Und damit sind wir durch. So, was Licht werde ich mir nicht mitschleppen. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Und ja, es war hilfreich, aber nee. Also nee, mache ich nicht mehr. Also externe Lichtdinger dann noch mitschleppen, nein. Ich werde auch nicht den Xiaomi USB Type-C Reiserasierer mitnehmen. Damit sind wir durch. Zweites Handy habe ich dabei. Das muss jetzt das S8 sein für den Vergleich zum S9. Ich werde kein Tablet mitnehmen. Ich werde kein E-Book mit Leser mitnehmen. Ich werde auch kein Buch aus Papier einpacken, weil ich es einfach inzwischen gelernt habe. Man hat immer die Vorsätze. Man geht dahin und macht und das. Und dann hat man bestimmt noch mal ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde irgendwas. Nichts hat man. Man hat null Zeit. Wenn man dann abends da auf eine Cola irgendwo sitzt, dann kann man sich glücklich schätzen. Aber irgendwie da an Freizeit oder sowas ist auf solchen Messen nicht zu denken. So, und das war's. Das Video wurde wieder viel zu lang. Eigentlich wollte ich nur ein kurzes Video machen, so nach dem Motto. Deswegen gibt es unten Banner, weil eine MWC teuer ist. Das wird vorgestellt und das nicht. Und das sind die 15 Sachen, die ich mitschleppe. Und hätte ich wahrscheinlich in 5 Minuten machen können. Jetzt habe ich es ausführlich ausgeschmückt. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Und wie gesagt, wer noch Fragen hat oder Anregungen oder was wissen will oder sehen will, nur her damit. Das war's. So, tschüss.